So kommen wir nämlich, was die Nebenquests angeht. Aber Hogsfield. Auf jeden Fall voran. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ja. Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Sprottle. Sirona Ryan bat mich, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Sprottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ach, ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke. Wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ha, die Mission ist ja einfacher, als ich dachte, ich muss sie gar nicht suchen hier. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihm gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Klar. Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Ja. Danke, Mrs. Sprottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Oh je, schön vorsichtig. Besen sind nicht ungefähr. Nett, dass sie darauf reagiert, dass ich auf den Besen aufsteige. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Sprottle erwähnt hat. Aber hier kann man ja wunderbar hinfliegen, das ist ja nicht so weit. Ja, dann wollen wir mal gucken. Dass wir die Horklump Hollow. Ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Befinden. Ich sollte mich umsehen. Nach den Horklumpen und der Schachtel mit den Briefen. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Sprottle wird sich freuen. Aber wie viel habe ich dir denn gegeben? Oder wie wenig hatte ich denn davon dabei? Rebellion. Komm, trink! Ich wollte gerade sagen, das sah doch verdächtig aus. Das musste ich mal eben mit Rebellion überprüfen. Und es hat auch funktioniert. Oh. Oh, 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 oh. Lumos. Hä? Teufelsschlinge. Ein Slytherin-Schüler, ja, ein Slytherin-Schüler, definitiv.
Und jemand, der nicht ganz so gut hinguckt, wo er hinläuft, offensichtlich. Kann ich beide verkaufen. Geld. Ja, Slytherin. Ich weiß nicht, welches Haus wärst du? Hast du da einen Favoriten? Und alles gut bei dir? Hab ich auch noch gar nicht gefragt. Ich bleib erstmal hier oben. Und hau das hier kaputt. Nee, ich muss da ja runter. Darunter möchte ich dann auch nicht, wenn ich da runter muss. Oder komme ich denn da runter? Ich möchte jetzt auch hier nicht einfach runterspringen. Aus offensichtlichen Gründen. Aber das Geld nehme ich mit. Ich glaube, ich komme nach da unten, wenn ich hier so rumlaufe. Deswegen mache ich das doch auch einfach mal. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Konfringo, Expelliarmus, Defendus! Aua, ich bin genau in ihn reingerollt. Das ist nicht so schlau gewesen. Konfringo! Defendus, Expelliarmus, Glacio! Ich wollte eigentlich eine andere Taste drücken, aber ich treffe ihn manchmal nicht, wenn ich abwehren möchte. Jetzt steh doch auf hier. Nicht Urlaub machen hier. Hey! Ach, ich habe die falsche Taste gedrückt, ich bin abgerutscht. Ja gut, ich habe nicht ausweichen gedrückt, sondern Caps angemacht. Ich mach mal Caps wieder aus. Wo ist der blöde Troll? Der war hier unten irgendwo, ne? Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brockle wird sich freuen. Nein, ich bin jetzt nicht wieder am Anfang der Höhle, oder? Nehme ich nicht gut. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen. Oder aua! Boah, der hat aber viele Leben, ey. Das kann ja lustig werden, ey. Aua, er hört nicht auf, okay. Lass mich weg! Aua, der hat das schneller durchbrochen, als ich dachte. Also bei dem muss man aufpassen. Der macht mir keine halben Sachen. Ja, ist gut. Eins, zwei, Protego. Oh, der wirft auch ziemlich schnell, okay. Ich dachte, er lässt sich mehr Zeit. Eins, zwei, ich meine, ich muss da erstmal kennen gehen, ne? Protego! Stufe! Eins. Aua. Ja, du hast dich erstmal schon getroffen, ne? Gereicht. Aua! Wenn man seine Angriffsmuster erstmal kennt, geht's. Es ist 1, 2, also zweimal ausweichen, dann Protego und
Irgendwie ist es Fingerakrobatik und in Fingerakrobatik bin ich grundsätzlich immer schlecht. Das sind alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Ja, Mrs. Brottle wird sich freuen. Ich mache jetzt einen Troll fertig. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Eins. Vier. Eins. Zwei. Oh, zu früh, Protego. Okay, ein bisschen warten. Eins. Was hat er geworfen? Da habe ich jetzt auch wieder nicht drauf geachtet. Ich muss mit dem Messer drauf achten, was er tut. Hä, ich hab doch gemacht. Ich hab mich ausgewichen. Okay, man muss auch eine Richtung vorgeben. Auch nicht drüber nachgedacht. Zwei. Aua, aua, aua. Aua, ja, ist gut. Eins. Höhen. Eins. Eins, zwei. Ich glaube, ich weiß, was hier im Mann passiert ist. Oh mein Gott. Das war echt knapp. Und das alles für drei Trollpopel. Oh mein Gott, war das anstrengend. Rebellion. Ist hier unten wenigstens irgendwas Besonderes jetzt hier, was der Troll beschützt hat oder so? Eine Schatzkammer oder so zum Beispiel. Hätte ich jetzt nichts gegen. Wenn ich jetzt also irgendwas dafür bekommen würde hier. Ich bekomme nichts mehr dafür, ne? Aber ich habe einen Troll besiegt. Immerhin kann ich das sagen. Ich vergesse immer, dass ich das kann und dann bin ich immer weg. So gefühlt. Nein, falsche Richtung. Richtige Richtung. Oh, hier gibt's einiges. Das ist praktisch. Materialien gibt's hier auf jeden Fall genug.
weiß, warum man in dieser Höhle auf Suche geht. Würde ich behaupten. Hier kann man einiges finden, auf jeden Fall. Revelio. Hier will ich rein, nicht in das andere. Hier scheint ja auch noch was zu sein. Oh ja, mal wieder hier die Teufelsschlinge, die ich nicht sehe. Weil ich wieder wie ein Blindfisch einfach denke, so, jo, ich renn mal rein. Sag mal hallo. Man könnte meinen, dass er vielleicht das hier bewacht hat, der Troll. Die sind jetzt auch nicht so viel, ne? Aber ich nehm's. Ich merke schon, das ist so die Mega-Power-Trankhöhle. In der man Mega-Power-Tränke farmen kann. Bis zum geht nicht mehr. Das. Komm ich hier durch irgendwie mit Zauber oder so? Nee. Schade. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ich habe mich oben nicht gut umgeguckt, glaube ich, befürchte ich. Ich muss ja auch irgendwie wieder rauskommen, das heißt, ich muss ja irgendwie wieder nach oben. Meine liebe Sirona, als ich hier ankam, befiel mich auch das beunruhigende Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht nicht wie die anderen Erstklässler war. Ich muss gestehen, ich habe mich sogar gefragt, ob Hogwarts überhaupt der richtige Ort für mich ist und darüber nachgedacht, meine Eltern per Eule zu bitten, mich abzuholen, bevor auch nur die erste Schulwoche vorbei war. Wie konntest du all dies bloß erkennen? Ich nehme an, dass du nicht insgeheim bist. Und doch schien es mir so, als kanntest du meine Gedanken oft besser als ich selbst. Ich werde niemals vergessen, wie du mich eines Tages in den drei Besen gesehen hast, wie ich in der Ecke kauerte und regungslos auf ein nicht angerührtes Butterbier und ein Stück Pergament starrte, während mein Federkiel den Boden über und über mit Tinte volltropfte. Du hast dich zu mir gesetzt. Ich entsinne mich, dass du mich plötzlich so erleichtert. Warum lese ich das eigentlich alles? Aber ist egal, ich werde weitermachen, ja? Dass ich mich plötzlich so erleichtert fühlte, als hätte jemand einen Schwebezauber auf mich gewirkt, weil du mir erzählt hast, wie aufgeregt du warst, als du nach Hogwarts gekommen bist. Ich sah dich ungläubig an und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du jemals jemand anders gewesen sein sollst, als die selbstbewusste und Zuversicht versprühende Hexe, die vor mir saß. In den folgenden Tagen hatte ich Zeit, fasziniert zu verfolgen, wie du ganz ohne Magie alles und jeden in deiner Umgebung in deinen Bann gezogen hast, indem du einfach vorbehaltlos akzeptiert hast, wie sie waren und wer du warst. Plötzlich ging mir ein Licht auf. Mir wurde klar, dass ich mir an dir ein Beispiel nehmen könnte. Jetzt, da sich meine Schulzeit dem Ende neigt, kommt mir das ängstliche erste Schuljahr, das ich durchlebt habe, unendlich weit entfernt vor. Ich weiß, dass ich das heute nur so schreiben kann, weil du dich selbst in diesem verzweifelten Geschöpf in einer Ecke des Wirtshauses erkannt und mir deine Hand gereicht hast. Immer die deine, Mirabelle. PS, bitte sag Mrs. Bottle, dass ich sie und Mr. Spottle immer noch besuchen will, sobald ich kann. Ich freue mich auf anregende Gespräche und, wie ich schamlos zugeben muss, auf ihre unvergleichlichen Kesselkuchen. Bockkuchen? Wäre schon schnieke. Hätte ich jetzt auch gerne, gebe ich offen zu.
Liebe Serona, ich habe dieses winzige Geschenk als Ausdruck meiner Dankbarkeit für dich herbeigezaubert. Wärst du nicht während des Trainings letzte Woche für mich eingetreten, hätte ich das Team vielleicht ganz verlassen, aber jetzt haben wir den Quidditch-Pokal gewonnen. Ravenclaw wäre nicht dasselbe ohne dich. In Dankbarkeit ziehen und der nächste Brief. Meine liebe Serona, ich habe auch an Mr. und Mrs. Spottle geschrieben, aber fühlte mich verpflichtet, auch meinen Dank an dich mit Feder und Tinte auf das Pergament zu bringen. Was für eine fantastische Abwechslung wir doch vom Alltag im Schloss hatten. Ich werde wohl nie vergessen, wie wir über diese ulkigen Gnomen gekichert haben. Er hat wirklich geglaubt, er würde singen. Mrs. Spottles Fleischpastete war einfach umwerfend. Ich werde noch einige Tage davon träumen. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, dass du mich mitgenommen hast. Ich muss dich aber warnen. Das heißt nicht, dass ich es dir beim Spielen nächste Woche leicht machen werde. Und du weißt genau, dass Ravenclaw dieses Jahr keine Chance gegen Slytherin hat. Voller Dankbarkeit. Und weiter geht's. Es ist alles hier auf einem Haufen, kann das sein? Das müssen Sironas Briefe sein. Ja, irgendwie ist das auf einmal auf mir. Liebe Serona, alles Gute zum Geburtstag. Meine liebe Freundin, ich habe mich in die Küche gemogelt und Finky gebeten, die Waldbeerencreme zu machen, die du so gerne magst. Sie hat sich sehr gefreut und gibt sich besonders viel Mühe. Ich weiß allerdings nicht genau, woher sie zu dieser Jahreszeit Himbeeren nehmen will. Diese Finky ist wirklich genial. Und den nächsten Brief. Ich sollte diese Schachtel zu Serona bringen. Ich ja. Sollte sie zurückhaben. Machst du ja auch gleich. Liebe Mrs. Sprottle, Mutter und Vater waren hoffentlich hoch erfreut zu hören, dass wir den letzten Samstagnachmittag zusammen bei Besenknechts verbracht haben. Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass meine Mutter uns etwas beneidet. Ich werde wohl nicht bald vergessen, wie herrlich wir über meine kläglichen Versuche lachen mussten, mein neues Kleid zu schnüren. Was für eine Herausforderung, mit der hochkomplexen Kunst eine Hutnadel richtig zu verwenden und dabei weder Hut noch Kopf zu verletzen, geht es mir ganz ähnlich. Aber alles, was wir ausgesucht haben, gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Und ich habe es Ihnen zu verdanken, dass ich mich nun wie eine unverschämt gut gekleidete Hexe fühlen kann. Es war auch ein denkwürdiges Erlebnis, in den drei Besen zu essen, ohne die Tische putzen zu müssen. Eines Tages werde ich auch so eine Gaststätte besitzen. Sie können mich beim Wort nehmen. Ich bin überaus dankbar, dass Sie und Mrs. Sprottle entschieden haben, mich bei Ihnen aufzunehmen. Meinen Eltern geht es in dieser Hinsicht ganz genauso, in Dankbarkeit. Ich glaube, das ist alles. Serona wird sich darüber freuen. Ja, das denke ich auch. Ja, dann verlassen wir das mal wieder. Wir hatten ja auch eigentlich alles gefunden.